Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. Nein, verpiss dich. Kaiser töten, ne? Nein, ich wusste Astrid erstmal das Amulett da bringen hier. Was dieser Franzose uns da gegeben hat. Oh Gott. Die Tür. Die kann man gar nicht mal reden. Warum kann man die nicht rumbewegen? Nein. Okay. Ey, diese Ladenzeiten gehen mir auf den Sack für dieses Spiel. Und das Spiel wird noch sehr, sehr lange dauern, meine Freunde. Sehr, sehr lange. Ich kenne Leute. Wirklich. Die spielen Skyrim 5 Episoden lang. Eine Episode besteht aus 200 Folgen. Das heißt, rechnet mal 5 mal 2, das sind 10, das sind 1000 Folgen, nur Skyrim. Oh Mann, ich hoffe, dass ich nicht so lange an dem Spiel dranhängen werde. Ich werde versuchen, so viel wie möglich zu machen, so viel... Also Hauptstory auf jeden Fall komplett durch. Und nebenmissionstechnisch auf jeden Fall die großen Sachen, wie zum Beispiel... Hier, die dunkle Bruderschaft oder auch noch hier die fünf Freunde. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Oh, Entschuldigung, ich habe immer noch Hals und so ein Kack. Ihr seid zurück, gut. Also, was nun? Habt ihr euch mit diesem Moutier getroffen? Was wollt ihr? Ja, Moutier wünscht, dass wir den Kaiser ermorden. So ganz offiziell, ne? Tadum. Das ist nicht euer Ernst. Wir sagen einfach mal nichts, sondern geben dir das. In dem Brief wird alles erklärt, das Amulett soll unsere Ausgaben kompensieren, okay. Cities, ihr meint es ernst. Den Kaiser von Tamriel töten. Die dunkle Gesellschaft hat seit der Ermordung von Pelagius nichts derartiges getan. Um genau zu sein, hat es seit dem Attentat auf Uriel Septim niemand mehr gewagt, einen Kaiser von Tamriel zu ermorden. Und das ist schon über 200 Jahre her. Die Mutter der Nacht würde es bestimmt nicht... Ach, würde uns bestimmt nicht in die Irre führen. Naja, das denke ich auch nicht. Das würde sie ganz sicher nicht. Und aus welchem Grund auch immer, sie hat sich entschlossen, Moutiers Informationen an euch weiterzugeben. Ich bin mir nicht sicher, was hier genau vor sich geht. Mhm. Ob ihr nun tatsächlich der Zuhörer seid, ob es sich um einen Zufall handelt... Oder etwas ganz anderes. Doch was wir nun vor uns haben. Vielleicht auch beides. Wir nehmen den Auftrag also an. Fragezeichen. Und ob wir das werden. Wenn wir damit erfolgreich sind, wird die dunkle Bruderschaft wieder respektiert und gefürchtet sein, wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Glaubt ihr wirklich, ich würde eine Gelegenheit auslassen, meine Familie zu Ruhm und Ehre zu führen? Aber das ist mir alles etwas Nein. zu viel. Ich brauche Nein. Zeit, um den Brief zu lesen. Zu überlegen, wie es weitergehen soll. Und dann dieses Amulett. Hm. Was denkt ihr? Bitte sagt... Ich denke, dass jemand dieses Amulett begutachten muss. Ich will wissen, woher es stammt, wie viel es wert ist und ob wir es tatsächlich verkaufen können. Ich nicht. Und es gibt nur einen Mann, der uns in dieser Sache helfen kann. Delvin Malori. Er ist ein Lehrer, arbeitet natürlich. Für sich selbst. Klar. Er operiert vom Rattenweg aus in Riftung. Gebt mir den Brief. Bringt Malori das Amulett. Oh, nee. Findet so viel heraus, wie ihr könnt und verkauft es, wenn er daran interessiert ist. Okay. Er wird euch einen Bürgschaftsbrief anbieten. Das geht in Ordnung. Ja. Delvin Malori und die dunkle Bruderschaft sind bereit. Ist gut. Ja, ist ja gut. Ich mach das. Wir können ihm vertrauen. Ja, jetzt kommen wir nämlich zu etwas, was ich auch noch ansprechen wollte. Weil ich ja gerade eben gesagt habe, Nebenstory so. Oder Nebenaufgaben. Dass ich ja die großen Sachen machen will. Wie Dunkle Bruderschaft, die Gefährten. Die Gefährten, genau, die Gefährten. Und, ja, dieser Delvin Malori, oder ich habe den Nachnamen vergessen. Der arbeitet auch noch für eine große, in Anführungszeichen, Firma in Skyrim. Der mir auch noch beitreten müssen. Das tun wir aber jetzt natürlich direkt mal noch nicht, weil das wird auch hart.
Und zwar ist das nämlich die Diebesgilde. Kriegen wir eigentlich schon sehr. Nein, das bekommen wir noch nicht. Ich sag nicht, was es ist. Obwohl das die meisten ja eh schon von euch wissen. Also, wer kennt denn kein Skyrim? Wir müssen nach Rift Dawn. Und ja, es gibt einen geheimen Eingang. Den werde ich allerdings jetzt am Anfang noch nicht benutzen. Den werde ich vielleicht gleich benutzen, um rauszugehen. Nee, geht ja gar nicht. Ist ja abgeschlossen. Ach, scheiße. Der würde mir auch so oder so nichts bringen, glaube ich. Ja. Okay, da muss ich über den Ratenweg gehen. Auf den Ratenweg erwarten uns auf jeden Fall noch ein paar dufte Typen, die mit Pfeil und Bogen oder mit einer Axt in den Rücken reinfallen. Oh ja. Die sollten aber eigentlich kein Problem. Wow, ja, raste mich aus. Okay. Sorry. Ist einfach, ich habe gerade auf Rennen gedrückt und er ist halt gerannt und habe wieder auf Rennen gedrückt und habe ich aus Versehen auf Schrei gekommen. Und dann das. So, hier, Rattenweg. Alter, die reden alle durcheinander. Ich verstehe kein Wort. Danke. Ja, 3 Sekunden Verzögerung, Leute. Bedenkt das. Das ist bei Spielen wie Skyrim echt scheiße. 3 Sekunden Verzögerung. Bei anderen Spielen ist es wiederum okay. Okay. Die kommen nämlich jetzt hier direkt um die Ecke. Wenn Sie wüssten, dass wir das tun, würden Sie uns bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Das war das. Wow, wow, der ist stark. Nee, nee, nee. Der ist stark. Da nehme ich hier wieder. Doppelt. Danke. Na, doppelt. Stirb. Niedrig Gold. Schwaches Gift. Okay, dann nehme ich. Na, ich weiß, es gibt so eine Schnellfunktionstaste, aber mit der bin ich einfach nicht vertraut. Dass du. Starre Pfeile. Amethyst und Gold, was will man mehr? Ich duck mich lieber mal weiter. Weil hier könnte wirklich immer ein Kerl um die Ecke stehen. Oder so ein Vieh. Ist leider nur zu dunkel. Okay. Das ist die Falle. Ausgetrickst. Ausgetrickst. Zack. Auch eine Falle, die sollte ich am besten nicht abschießen. Oh. Eine Holzschale. Oh. Sehr vorzüglich. Nee. Ich gehe wieder in den Schleichmodus, weil, wie gesagt, hier kann man um jede Ecke ein Typ stehen. Und das ist nicht so geil. Wie zum Beispiel hier. Schön, dass er nur mit bloßer Faust kämpft und ich mit Pfeil und Bogen. Okay. Ein Gold, ein Bier, nee. Okay, jetzt glaube ich, kann ich nochmal laufen. Wenn ich nicht jetzt in jede Bären. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, ich bin da nicht gekommen. Hier ist Abs. Ah, doch hier. Ich glaube nicht, dass noch ein Kerl kommt. Ich glaube, das war der. Ich weiß, im allerletzten Raum steht noch einer. Ist eine Axt, die können wir aber, glaube ich, nicht. Doch, die können wir doch mitnehmen. Aber das ist gerade mal gar nicht so praktisch. Von hier bin ich gekommen, oder? Ne, von da. Da muss ich aber lang.
Ja, der Rattenweg. Da ist der letzte Raum, da steht noch ein Typ. Der stirbt doch nicht mal davon. So. Gold, ja, ich meine. Das wusste ich, dass hier ein Buch lag. Aber es ist auch der Bettler. Aber es ist nicht der Bettlerprinz. Es ist wieder was anderes. Dann ist das doch ziemlich geil. Haben wir hier noch Salz, auch wichtig. Eine Bongo. Ein Karren. Nee. Nee, das war's. Hier muss man nämlich rein. Die zersplitterte Flasche, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Da ist der Delvin drin. Und die komplette Diebesgilde. Apropos, können wir eigentlich ein Level abgehen? Ich sehe das gerade so. Da oben schön voll. Können wir? Ja, können wir in der Tat. Dann nehme ich das so gerne an und nehme natürlich mal. Ich nehme mal die Ausdauer. Und verbessert nehme ich mal wieder zufällig. Dann nehme ich einfach mal die Schmiedekunst. Weil das ist auch ziemlich nice. So, die greifen uns zum Glück nicht an. Die sollten freundlich sein. Erster Teil, wenn der Typ mit der Ihr Glatze. habt euch wohl Ja, verlaufen. moi. What geht ab? Macht euch lieber besser davon, solange ihr noch könnt. Nein. Der Rattenweg hat schon Na. viele unwillkommene Besucher verschlungen. Natürlich. Der dunkle Bruderschaft, der benötigt eure Dienste. Ja, natürlich. Oh, Immer doch. ich verstehe. Nun, und wie geht es Astrid denn so? Richtet ihr doch bitte aus, dass sie mal wieder vorbeischauen soll. Der geht Auch ein gut. Miet, einfach mal wieder zum Plaudern. Na, natürlich. Aber darüber können wir ja Okay. später noch sprechen, ja? Was kann ich denn für die Bruderschaft tun? Okay. Was könnt ihr mir darüber sagen? Das Amulett überreichen. Ja? Ich bin ein bisschen zimperlich. Weil wenn das doch was wert ist, dann hoffentlich schnappt er das uns nicht weg. Lasst mich mal sehen. Wo habt ihr das nur her? Nein, sagt nichts. Ich will es gar nicht wissen. Dies ist ein Amulett des kaiserlichen Okay. Ältestenrates. Sie werden speziell für jedes Mitglied hergestellt. Oh. Es ist ein kleines Vermögen wert. Nichts, was man einfach so Oh. hergeben würde. Passt auf. Es ist nicht meine Aufgabe, der dunklen Oh. Bruderschaft zu erklären, wie sie ihre Geschäfte führen soll. Aber wenn ihr ein Mitglied des Ältestenrates getötet habt, dann... Hab ich ganz bestimmt nicht. Wollt ihr es kaufen? Kaufen? Das? Ein Amulett des Ältestenrates? Oh ja, natürlich. Einen Augenblick bitte. Hier, das ist ein Bürgschaftsbrief. Nur Astrid kann ihn nutzen für alle Dienstleistungen oder Gegenstände, die ich anbieten kann. Das entspricht unserer normalen Abmachung. Bringt ihn eurer reizenden Okay. Auftraggeberin. Mit meinen besten Grüßen. Und der behält das Amulett jetzt mal einfach so, okay. Okay, normalerweise würde ich ja jetzt ganz gerne den Dings gehen, diesen Weg mit der Abkürzung, aber leider, wie ihr hier seht, ist der Schlüssel erforderlich. Also müssen wir dann doch ganz normal wieder hinausgehen. Und das tun wir jetzt einfach mal noch zum Abschluss der Folge. Ich würde die sonst eigentlich hier beenden, aber ich muss sowieso raus an die frische Luft, weil Let's Sweets und so, kommt ja auch noch. Will ich ja jetzt jedes Mal wieder machen. Klappt momentan auch ganz gut. Abgesehen von irgendwelchen Hatern. Ja, ist wieder total. Weil hier können wir jetzt einfach ganz leicht. Wir benutzen einfach den Hebel und direkt sind wir wieder hier. Und so hat man auch schon mal eine kleine Abkürzung und da ist auch schon der Ausgang. So. So, seht genüsslich die letzte Ladezeit an, denn ich werde die Folge jetzt hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist zwar jetzt nicht so berauschend, dass viel passiert. Kein Krieg, kein Kampf, kein gar nichts. Gut, Kämpfe schon, aber nur so ein kleines Herumgeplänkel. Ein bisschen mit dem Delvin geplaudert auf dem Met. Soll die Astrid mal kommen? Ja, warum nicht?
Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wenn sie euch gefallen hat, dann schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Und ich sage bis dahin, tschüss.